Das begleitete Gehtraining gehört zu den wichtigsten, evidenzbasiertesten Empfehlungen überhaupt in allen Leitlinien und leider auch zu den Maßnahmen, die am wenigsten durchgeführt werden. Die Bewegung ist bei allen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig, einfach um die körperliche Aktivität zu fördern. Da gibt es viele Studien, die das nachweisen. Das Gehtraining bei PRVK und insbesondere im Stadium der Claudicatio intermittens oder Intermittent Claudication, was wir so landläufig als Schaufensterkrankheit bezeichnen, ist deswegen wichtig, weil kleinste Gefäße und Kapillaren letztlich nur durch dieses Gehtraining lernen, dass sie eine Mehrarbeit zu leisten haben, also Umgehungskreisläufe bilden müssen, um Verschlüsse von Gefäßen langfristig zu kompensieren. Das ist im Grunde genommen so, dass sie durch das Gehtraining in den Schmerz reinlaufen und damit im Bein den Gefäßen zeigen, sie müssen jetzt die Aufgabe des verschlossenen Gefäßes übernehmen. Das geht nur mit Gehtraining und dafür braucht man Geduld. Man muss wirklich ein Jahr über intensives Gehtraining machen. Die Durchführung des Gehtrainings ist im Grunde genommen gebunden an die Gehsportgruppen. Und da ist das große Problem, um eine Gehsportgruppe zu finden, muss man selber aktiv werden als Patientin und Patient. Es gibt beim Deutschen Behindertensportverband auf der Homepage für jedes Bundesland Kontaktadressen, an die man sich wenden kann. Und da findet man Leidensgenossinnen und Leidensgenossen letztlich und akkreditierte Trainerinnen und Trainer, die intensiv mit einem das Gehtraining durchführen. Das ist das A und O. In der Durchführung des Trainings an sich gibt es heutzutage Studien, dass es auch in Eigenregie sinnvoll ist. Wenn man also gar keine Gehsportgruppe findet, ist es besser, selber zu laufen, sich eine Smartwatch zu holen beispielsweise und eine App auf dem Handy aufzuspielen, als gar nichts zu machen. Aber am besten wäre es natürlich, eine Gehsportgruppe zu finden über die Internetpräsenz des Deutschen Behindertensportverbands. Gute Frage, kontroverse Frage. Ich denke, durch ein intensives Gehtraining im Stadium der Claudicatio intermittens, also der typischen Schaufensterkrankheit, und einer guten Kollateralbildung an den Beinen, kann man langfristig diese Kollateralversorgung so verbessern, dass eine Amputation vermieden wird. Ich könnte es jetzt ehrlicherweise nicht mit Studien belegen. Ich glaube aber, dass man damit nichts falsch macht, weil es gibt keinen Nachweis dafür, dass das Gehtraining einen negativen Effekt hat.